Hallo, mein Name ist Steffen Hoffmann und das sind für mich die besten 5 Fußballer aller Zeiten. Auf Platz 5 ist für mich Franz Beckenbauer. Ich glaube, Franz Beckenbauer hat als Spieler das Spiel mit seiner Art, wie er Fußball gespielt hat, eigentlich neu geprägt und war für Deutschland natürlich ein der Spieler schlechthin. Platz 4 ist für mich Pelé, weil er schon als junger Spieler Weltmeister geworden ist. Zu seiner Zeit wahrscheinlich der Beste aller Zeiten, weil der Fußball damals natürlich noch anders war. Aber das, was man noch in Bildern sehen kann von ihm, war schon außergewöhnlich. Platz 3 ist für mich Ronaldo, weil er wahrscheinlich der kompletteste Spieler ist, der alles kann, der großes Köpfchen kann, der mit den Füßen unglaublich ist, der tolle Technik hat, der schnell ist, einer der besten aller Zeiten. Platz 2 ist für mich Diego Maradona, war so in meiner Kindheit und Jugend der Spieler schlechthin, hat auf dem Platz überragende Leistungen gebracht, außerhalb vom Platz war er auch immer für etwas Unterhaltung gut. Auf Platz 1 Messi, für mich der Spieler, den ich am meisten bewundere, der auch als doch eher kleinerer Spieler unglaubliche Dinge macht und Spiele entscheidet, immer Tore macht, immer für die Mannschaft da ist. Gerade jetzt, heuer mit Argentinien, glaube ich, haben wir den besten Messi aller Zeiten gesehen. Ich finde es einmal gut, dass ein Spieler nicht nach Saudi-Arabien geht, sondern in die MLS. Aber ich glaube, dass er für den Fußball in Amerika und damit auch für den Fußball auf der ganzen Welt mit dem Transfer schon etwas bewegt. Man merkt auch in Amerika, was jetzt los ist, wie viele Leute in den Stadien sind. Und finde es eine coole Geschichte.